So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf dem Kanal Spielrausch zu einer weiteren Folge von Risen. Ja, ich habe mir ein Bettchen gesucht hier in der Stadt jetzt, wo wir angekommen sind. Und das habe ich in einem Leuchtturm wohl. Soll wohl ein Leuchtturm sein. Und hier unten drin habe ich ein Bett gefunden, weil ich sonst nicht wusste, wo ich schlafen sollte. Weil es so schnell dunkel wurde. Und wir gucken jetzt hier direkt mal hier schön. Ah, herrlich, das Meer, ne? Und ja, da hinten muss wohl der Strand gewesen sein, womit wir dieses Gebäude dort gesehen haben. Naja, ich sehe hier, wir haben eine Hornmuschel gefunden. Hallo, kann man hier mitfahren? Ne, kann man nicht, ne? Und ich glaube, wenn ich ins Wasser falle, war es das, oder? Hallo? War es das dann? Oh! Alter! Nein! What? Das war's. Ey. Nanu. Was ist denn passiert? Okay, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ihr auch? Das war ein Ungeheuer. Unfassbar. Unfassbar. Ja, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich wollte nur mal sehen, ob er schwimmen kann. Ja? Ne? Muss dann da direkt ein Ungeheuer kommen. Also... Irgendwie ist meine Sprungtaste komplett weg. Ich kann gar nicht springen, nur gehen. Guck mal. Habe ich das vielleicht umbelegt? Nein. Nein, nein, nein. Nein. Doch, habe ich wohl umbelegt. Deshalb. Ah, damit ich schön gemütlich auch gehen kann. Das war die Idee dabei. Okay. So, ja. Ich habe gerade mal überhaupt keinen Plan mehr, ja. Frohes Neues auch hier für alle, die Risen gucken und euch nochmal für euch zu Hause zu 2023. Es kommt ja demnächst ein Remake raus und da weiß ich jetzt nicht, was ich so richtig tun soll. Ob ich es jetzt weiter spiele und dann nochmal neu beginne oder ob ich dann mit dem neuen Remake bis hierhin dann so spiele, wie ich vorher gespielt habe, bis hierhin und dann weitermache. Was meint ihr? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Wie ihr darüber denkt. Was soll ich machen? Soll ich hier Cut machen und warten, bis der Remake kommt und dann nochmal von vorne anfangen? Oder was soll ich tun? Oder komplett aufhören mit der Folge hier, mit der Staffel. Und dann warten bis zum nächsten. Das kann ja nicht mehr so lange dauern. Naja. So, wir machen trotzdem jetzt hier mal weiter erst. Ich müsste gucken, wo ich das nochmal belegt habe. Ist ja schon ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. So, hier. Wir sind jetzt in der Hafenstadt angekommen, meine lieben Freunde. Und gucken auf die Regionalquestkarte. Erledigt. Hafenstadt. Aktuell. Wieso ist denn hier nichts? Man hat mir doch gesagt, ich soll hier hin. Hier. Unterstütze die Ordenskrieger in der Stadt. Da sind wir doch jetzt. Das ist die Stadtkarte. Das ist die Weltkarte. Also gibt es noch keine Questkarte. Demnach, ja. Hier. Nee, muss ich erst noch finden. Vielleicht kriegen wir die vom Meister Belschwur. Ich kann mich daran erinnern, dass das irgendwie sowas war. Die Sachen können wir erst erledigen, wenn wir quasi soweit sind. Ja. Geh und dort gegen die Banditen unterstütze, bla bla. In der Stadt soll ich mit Meister Belschwur reden. So, den müssen wir jetzt erstmal finden. Leider ist es, leider Gottes, kann man ihn hier nicht sehen. Ja, dann gehen wir mal auf die Suche, ne? Wir haben früh morgens und dann machen wir uns mal auf die Suche. Das ist Gary, das ist er nicht. Ich spreche jetzt auch gar keinen anderen an erst. Weil ich habe überhaupt keine Ahnung.
Und wir suchen Meister Belschwur. Okay, das ist ein Schmied. Gut. Ich speichere mal. Ich möchte mal gerne hier eine Kiste. Ist schon ein böser Trick, ne? Speichern, um sicher zu sein, dass er nicht meckert. Oder das, was ich... Oh, guck mal hier. Haha. Sehr gut. Du bist ein Lappen. Haha. Vielen Dank dafür. Ein Blümchen zocken wir uns noch. Sägeblock. Hallo? Ey! Ey, wie cool ist das denn? Ja, nein, ist klar. Ich arbeite doch nicht für den noch. Hör mal, ich habe erstmal selber was zu tun. Als würde ich für dich Holz hacken hier oder sägen, ja? Ups, Wache. Du hast auch nichts gesehen, richtig? Ich habe genügend eigene Sorgen. Ja, sag ich doch. So, wer ist das denn? Schmiedeknecht. Du hast auch nichts gesehen. Hoppla. Leute. Man sagt, man kommt hier nicht raus. Ha, ich weiß, wie ich rauskomme. Aber das ist schon tief, ne? Wartet mal, das ist doch der Strand. Seht mal. Das ist doch der Strand, wo ich gerade noch war. Oder in der letzten Folge. Bevor wir hier reingekommen sind. Und da unten, da ist die Treppe mit der Türe. Ah. Da muss ich hier irgendwie da hinkommen. Aber wir müssen erstmal Meister Belschwur finden. Aber trotzdem kann ich ja mal gucken, wie wir da schon mal hinkommen. Das muss ja hier unten drunter sein. Hier so. Ja. Okay. Ja, das ist ja interessant. Aber hier geht es nicht weiter runter, sondern hoch eher. Verdammt. Das ist doch nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Nee, ist es nicht. Verdammt nochmal. Sackgasse. Oh, was liegt denn da Schönes? Oh, da haben wir was gefunden. Wildschweinfell. Guckt hier einer? Pfeile. Sehr gut. Und Rum und ein Apfel. Na, was der kann, das wissen wir ja. Und ein Kurzbogen. Jetzt haben wir einen Bogen, Leute. Zack. Wie rüste ich den denn aus? Wie geht das? Ne, das ist das Pferd. Ach, da muss ich das Pferd bestimmt so machen. Ne. Oh, das möchte ich jetzt aber gerne wissen, wie das geht. Kurzbogen ausrüsten vielleicht. Ja, das kann eher schon passieren, ne? Ich lasse das Schild mal dran. 3. Ja, Mann. Ja, Mann! Haha! Ich bin der Meisterschütze. Hoho! Ihr Lappen. Entschuldigung, Leute, wenn ich so ein bisschen übertreibe. Gut, wir wollen jetzt hier keinen töten und nichts. Wir müssen Meister Belschwur finden. Schade, ich habe gedacht, wir kommen hier runter zu der Tür nach draußen. Das hätte uns weiterhelfen können. Da ist nichts. Schade. Da sind wir reingekommen. Wo geht's denn hier her? Wartet mal, ist hier vielleicht eine Geheimtür? Das ist doch alles merkwürdig. Hier ist aber auch nichts zum Sammeln oder so. Ich nehme mal wieder das Schwert in Vordergrund. Bronco-Schwert, das war ziemlich gut. Ja. Verdammte Axt, ne? Kann ich hier was einstecken, was ich brauchen kann? Nein. Also hier erreichen wir nichts. Wir müssen Meister Belschwur finden. Das wissen wir. Wer ist das denn? Wache. Schmiedeknecht. Wache. Was ist hier? Wildschweinfell. Ich nehme das einfach mal. Ich hätte vorher speichern sollen.
Wo geht's denn hier hin? Darf ich hier überhaupt rein? Ach ja, ist. Ja, jetzt irre ich hier rum, ne? Und weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wir laufen einfach mal so. Ich habe überhaupt keine Orientierung auch. Wir gehen mal hier hoch. Automatisch speichern. Oh, das kann was bedeuten. Ne, da kommen wir wieder runter zum Hafen. Dann laufen wir mal in die andere Richtung. Ne, hier lang. Stopp. Ordenskrieger. Das ist nicht Meister... Meister Beelschwur. Meister Beelschwur, wo bist du? Manchmal dreht die Puppe sich zu krass um, so schnell. Da kann ich leider nichts dran ändern, Leute. Mal sehen, wie die es mit dem Remake machen. Ich habe mir mal so einen Trailer angeguckt. Ich finde nicht unbedingt, dass das besser aussieht als dieses hier. Da können wir auch noch was Pflanzensammelchen machen. Oh, ein Schmetterling, ein bisschen. Halt! Oh! Kein Zutritt! Wie jetzt? Was jetzt? Also... Was ist das für ein Gebäude hier? Das hier ist unser Wachhaus. Carlos, unser oberster Ordenskrieger und Kommandant der Stadt, hat hier seinen Sitz. Für deine weltlichen Belange wendest du dich besser an Bruder Beelschwur, Fremder. Du findest ihn im Gossenviertel. Er kümmert sich dort um das gemeine Volk. Ich muss mit deinem Boss sprechen. Der ehrenwerte Kommandant Carlos ist für niemanden zu sprechen. Auch nicht für dich, Rekrut. Erst wenn Carlos dich rufen lässt, werde ich dich passieren lassen. Wie will Carlos mich rufen, wenn er gar nicht weiß, wo ich mich aufhalte? Carlos weiß alles, was in seiner Stadt passiert. Wir Wachen werden dich schon finden, wenn er dich sehen will. Na, wenn du das sagst. Na, hör uns das mal an. So ein Lappen. Wie will er überhaupt wissen von mir, wenn es mich hier gar nicht gibt? Was war das jetzt? Okay. Ja, er kann doch gar nicht wissen, dass ich hier bin, oder? Oder hat man ihn das schon gesteckt? Oh, ich... Oh, guck mal hier. Vielleicht finde ich ja mal einen Schatz. Ich habe noch eine Schaufel gefunden, Leute. Und da hier kann man noch graben. Natürlich. Hier ist was vergraben. Wehe, wehe. Ich kriege die Truhe jetzt nicht auf. Weil im Schlösser knacken bin ich noch nicht so. Oder ich brauche wieder einen Schlüssel. Wie schon einmal. Da müssen wir dran denken. Ja. Na komm, zieh hoch das Ding. Ich sehe das schon. Na, kriegt auf. Ja. Ach, schön. Oh. Ring. Ring der Verstohlenheit. Oh, das ist gut. Das bringt uns einen Punkt mehr Schleichen. Nochmal 38 Goldmünzen und 2 Heiltränke. Das ist sehr gut. Und deswegen werden wir den auch mal direkt anziehen. Dieser Ring. Diesen Ring habe ich bei der Leiche von Barry gefunden. Es bringt uns Akrobatik. Ring der Energie. Oh, schade. Wir können nur 2 tragen. Ich würde sagen, die Akrobatik ist hier nicht so wichtig, sondern mehr die Energie ist wichtig. Schutz vor Hiebwaffen und Klingen. Ja, das ist ja noch wichtiger als Energie. Deswegen machen wir einmal Schleichen und einmal Schutz vor Hiebwaffen und Klingen. Ja, so tun wir das. So passiert es. Das ist der Weg. Okay, weiter geht's, Leute. Ja, wir haben ihn immer noch nicht gefunden, den Meister Beelschwur. Wartet mal. Hallo, darf ich mal hier ran? Danke. Uff, so staubig hier. Tilda. Moment mal, hier ist auch noch ein Weg. Wo könnte Meister Beelschwur sein? Das ist er nicht.
Marcello. Ach, hier waren wir doch gerade schon, ja. Das ist aber blöd. Bist du Meister Badge geworden? Das ist Toni. Toni Maroni. Jo, mal hier hoch. Jetzt geht die Sucherei los. Ne, hier waren wir schon. Na gut, dann gehen wir mal hier links wieder. Meister B. Schwur? Ne. Hey, 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 hey. Na, das ist ja ein Ding. Wie finden wir denn jetzt Meister B. Schwur? Hallo? Ich speichere mal ab. Rodriguez. Ordenskrieger. Sid. Hey, warte mal. Ich hab den besten Fisch der Stadt. Und du hast Glück. Weil heute heute ist und du bist, mache ich dir ein super Angebot. Nee, lass hören. Du, wenn du bei mir einen Fisch kaufst, erhältst du einen weiteren gratis dazu. Das sind 2 Fische für den Preis von einem. Stell dir das mal vor. Ist das nicht unglaublich? Ja, ich kann's wirklich kaum glauben. Na, nur Fische, die riechen, sind nicht frisch, deswegen lassen wir das erstmal. Wir müssen Meister Bildschwur finden, verdammt. Finn? Warte mal, der sieht so aus, als wenn das ein Meister wäre. Und da hinten ist auch noch einer. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Ah, seht ihr? Bildschwur! Hey, altes Haus! Möge die heilige Flamme dich erleuchten, mein Sohn. Suchst du einen Platz am warmen Feuer? Oder nur einen Eintopf gegen den Hunger. Ja, liebe Freunde, das war jetzt eine Suchfolge, ja. Aber wir sehen uns zur nächsten Folge wieder weiter. Ja? Bei Reason.